Ja, wir hatten vorhin schon gesehen, nicht erst hier am Schiefersiefen. Das Wasser steht ziemlich hoch. Wo ist der Pfad? Irgendwo hier, glaube ich. Heute ist es tatsächlich mal ein bisschen schwer zu sehen. Aber ich glaube, wir halten uns ein bisschen Freestyle links. Unterschied wie Tag und Nacht. Also das letzte Mal hier war, da stand das Wasser bis hier. Also auf dieser Höhe. Das ist ein mächtig hoher Wasserstand. Wir sind nämlich hier schon am Ausgang von unserem, bis hier, meine Fresse, bis hier ran stand mal das Wasser. Jetzt können wir wieder bis da hinten reingehen. Ich glaube, das ist höher, auch mal von hier. Mit dem Filmmaterial von letzter Woche vergleichen, da ist der Einstieg, da ist der Wasserpegel. Also ich meine, das stünde höher als letzte Woche. Ja, schön am. Ja. Hier bin ich neben dem Trail. Trotzdem ist da ein tiefes Loch. Ich will mich ja an den Bäumen hier festhalten, um nicht als Wasserleiche zu enden. Ja, jetzt bin ich so tief wie letztes Mal drin. Wo ist das tiefe Loch? Da ist das tiefe Loch. Philippus fette Plauze Teil 2. Von der Seite kann man dann sehen, der Wasserstand ist höher als letzte Woche. Ups, da ist ein Baumstamm wieder. Wahrscheinlich da, wo ich letztens die. Ja, hier liegen Baumstämme und Gedöns. Das ist schon das Steilufer. Bleiben wir hier ein bisschen im Flachen. Wuscheln uns da durch. Bis wir wieder hier. Noch tiefer. Hier sind wir wieder auf dem Trail. Jetzt steigt der Weg langsam wieder an. Wie hoch stand das Wasser das letzte Mal bis hierhin? Jetzt muss ich in der Erinnerung kramen, welche von diesen Baumspitzchen wie weit aus dem Wasser ragten, um mal hier eine realistische Wadtiefenmessung vorzunehmen auf dem Weg, den wir die letzten Male nicht genommen haben. Mal sehen. Das müssten sie eigentlich sein. Irgendwo so hier. Als ich da stand, stand ich bis zum Arsch im Wasser. Das ist da oben. Und der ganze Kram hier. Also ich würde mal sagen, der Weberbach ist bei Höchststand vielleicht zwischen 1,80 und 2 Meter. Als ich hier war, stand ich bis hier im Wasser.
Und das ist nochmal eine ganze Ecke tiefer. Es hat einen guten Grund gehabt, dass wir nicht versucht haben, hier durchzugehen. Das wäre dann wirklich ein Swimrun geworden.